Ich bin nicht nur zur Weihnachtszeit recht brav und lieb und gut. Ich glaube, ich bin doch stets bereit zu tun, was man so tut. Wenn das nicht immer ganz gelingt, soll man mir drum nicht böse sein. Gerade heftiges Bemühen bringt uns manchmal zum Nervössein. So geht es nicht nur mir allein, so kann es jedem gehen. Ach, die Weihnachtszeit. Sie könnte sein, ein Auftakt vieles zu verzeihen, um sich im milden Lichterschein geduldig zu verstehen. Kaffeeklatsch, ne? Kaffeeklatsch, hallo. Hallo. Zweiten Advent. Zweiten Advent, ja. Nikolaus, erstmal Prüschen. Ich sag immer Prüschen. Wieso jetzt sagst du denn Prüschen? Ich weiß nicht, das ist eine neue Masche. Eine neue Masche, ne? Genau, diese Masche, ne? Ja. Ja, das ist ja der Punkt auch, dass es mit uns anfängt, dass man die Dinge nicht ändern kann. Man kann die großen Probleme der Welt nicht ändern, des Terrorismus und des Hungers und der Armut und der Ungerechtigkeit. Aber was wir ändern können, ist uns selber ein bisschen mehr bewusster zu leben, ein bisschen dankbarer zu sein. Weil wir versuchen alle die Welt zu ändern. Ganz besonders Schauspieler. Heute habe ich den Wecker, Konstantin Wecker da erlebt im Rundfunk. Und wie der auch versucht, durch seine Chansons, überhaupt wir Schauspieler versuchen, was zu ändern. Schmeckt so gut. So gut schmeckt das. Ich weiß gar nicht, hast du ja auch schon gesagt, wie gut wir es haben. Ne? Ja, gut. So viel Elend auf der Welt. So viele Leute, die gar nichts haben. Ne? Und dann noch so viel Streitigkeiten zwischen den Menschen, so viel Unstimmigkeiten. Ne? Wie kann das jemals anders werden? Ne? Den anderen ein bisschen inspirieren, positiver. Man kann ja Menschen nicht ändern. Das habe ich ja auf die harte Weise, auf die persönliche Weise gelernt. Man kann Menschen nicht ändern, aber man kann einen guten Einfluss auf andere Menschen haben. Das hat auch sogar der Einstein gesagt, dass man kann Frieden nicht erreichen durch Gewalt oder erzwingen durch Gewalt, sondern nur erreichen durch Verständnis. Aber es gibt viele Menschen, die können auch nicht verzeihen, überhaupt nicht verzeihen. Die können auch nicht verstehen, die wollen auch nicht verstehen. Und die entschuldigen sich auch nicht. Weil die denken, haben Recht. Das ist ja das auch eines der Probleme. Wir alle denken, haben Recht. Ja. Die Muslimen denken, die haben Recht. Die Christen denken, die haben Recht. Die Juden haben Recht. Ne? Die Atheisten haben Recht. Jeder hat Recht. Und hier tritt mir jemand am Fuß, dann sagt er beim schnellsten Fuß dahin. Ja, so ähnlich. Es ist komisch, dass die Menschen sich entschuldigen können. Weil es kommt darauf zurück, die Menschlichkeit wurde sich ja entzogen. Da haben wir ja auch, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal darüber gesprochen. Mhm. Ne? Wie wir dann so aufwachsen und wir, jeder sucht nach etwas. Ja. Und wir werden vorangetrieben irgendwie und wir sind irgendwie ja, entfremdet von unserer wirklichen Natur, unserer Menschlichkeit. Das ist natürlich doch schon sehr schade. Ne? Ja. Da sollte man sich doch ein bisschen besinnen eigentlich, dass das Leben eigentlich hier ist. Und wir sind eigentlich hier, das habe ich auch von dir gelernt, dass wir hier sind, einander zu helfen. Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, so ist das wichtig, ja. Das ist, Hast du was von mir gelernt? Ja, ich habe auch was von dir gelernt, ja. Ja, auch wenn das Lernen für mich so eine Sache war als Kind, ich habe mich dagegen immer gewehrt. Keiner konnte mir was sagen. Ja, das habe ich ja vorhin besprochen. Ja, richtig, ja. Richtig, aber dann eventuell, wenn man älter wird, dann besinnt man sich doch und dann erkennt man eigentlich, dass man... Ja, das ist nicht so wie in der Schule ist, das Gefühl, das zu haben, dass man für andere lernt. Man lernt ja für sich selber. Ja, natürlich, das ist ja. Ja. Das Lernen ist kein Ende. Richtig. Da kannst du noch so alt werden. Muss man auch. Sonst ist man wirklich alt. Natürlich. Man muss bis zum Schluss wissbegierig sein, sich für alles interessieren, finde ich. Ja, für alles interessieren, auch für andere Menschen. Ja, ja. Interesse zu haben und nicht immer andere zu beurteilen. Das ist ja, glaube ich, auch, das ist so einfach für uns Menschen. Das machen wir oft. Das Beurteilen. Wir beurteilen einander. Deshalb dieser Wettbewerb, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wer ist der Bessere, wer ist der Schnellere? Wer ist der bessere Künstler? Genau, der bessere Sänger, der bessere Tennis. Wenn man noch sagen würde, das sagen die nie, in diesem Film, würde ich ja dann sagen, ja, war sie hervorragend. Aber mich bringt das auch mal auf. Ja, der Kampf. Ja. Der Kampf ist ja der Krampf, ne? Kampf ist der Krampf, also richtig. Dafür verkrampfen wir uns ja. Und deshalb ist es auch die Nachricht hier, dass es Zeit ist, diesen Kampf aufzugeben, um uns wirklich zu lösen, um diese Verkrampfung zu lösen. Mhm. Weil wir alle haben das ja in uns irgendwie. Ne? Mhm. Und wir wachsen. Wir wachen dann Montagmorgen, fängt es wieder an, die Routine, gehen wir zur Arbeit, wir versuchen zu überleben, wir versuchen immer vorwärts zu kommen und das ist diese Krampfhaltung, ne, die wir haben. Ne? Weil so viel könnte man lösen,
wenn wirklich wir dieses, ja, wenn die Menschen einfach miteinander sprechen könnten. Und nicht, das ist nicht der Punkt, wer recht hat, das gibt es ja eigentlich auch nicht. Denn es ist ja nur dein Bewusstsein, deine Erfahrung, wo du aufgewachsen bist. Ich habe mir das ja auch Kind als schon immer gedacht, wie wäre ich anders, wenn ich zum Beispiel irgendwo in China aufgewachsen wäre. Ja, oder irgendwo im Mittleren Osten, unter diesen Fanatikern. Wäre ich ja auch so gewesen, ne? Und deshalb, es geht ja nicht zu sagen, das sind die Schlimmen. Das ist ja, das ist hirnverbrannt, ne? Der Feind, wer ist eigentlich der Feind heute? Das kann man überhaupt nicht mehr sehen, ne? Das ist ja alles eine Manipulation, ein Krieg ist Geschäft, ne? Die Massen leiden, ne? Und Ungerechtigkeit ist alles, ist überall. Ja, wie ungerecht alles verteilt ist auf der Welt. Es gibt so viele Menschen mit so viel Geld. Aber dann finde ich es auch schön, wenn so ein Milliardär dann bei seinem Kind geboren wurde. Ja, genau, der Facebook-Reihe, der kann sich das auch leisten. Das, ne? Genau. Das ist doch, ja, für dich schon schön. Ja. Ja. Das ist genauso hervorragend, wenn so ein kleiner Mensch da 5 Euro spendet. Ne? Natürlich, ja, toll. Ja. Aber dann ist es auch wirklich die Ungerechtigkeit, wo ich überlege, wie viel Geld unsere Regierung für Waffen ausgibt. Das ist Unmengen. Hohen Mengen. Ne? Mit einem Zehntel davon könnten wir die ganze Welt ernähren. Ja, das ist eigentlich, könnte man das. Natürlich, ja. Es ist so viel da, genau. Es bräuchte niemand Hunger. Ja, aber das ist es ja. Auch Armut ist ja politisch gewollt. Das ist ja, hat ja alles irgendwie seinen Grund. Ja, weil die Mächtigen, ich meine, das ist ja diese Macht über die Massen, die versuchen die Menschen zu kontrollieren. Ja. Und die sind eigentlich geleitet nur bei Gier. Das ist Gier, ne? Und davor wurden wir ja auch schon gewarnt, vor tausend von Jahren, von unseren Propheten. Jesus hat ja auch uns schon davor gewarnt, ne? Und guck uns an. Ne? Das war natürlich eine ganz andere Sache, als wenn man ein Kind ist und wie man dann Weihnachten betrachtet, als, ja, als später, ne? Weil das wird alles so kommerziell. Ach Mensch, das war, wenn ich an Pommer denke, das, ja, war ja, das schön. Und es war verschneit und wir mussten ungefähr 20 Minuten zur Kirche gehen, ja? Ja. Und das war natürlich wirklich eine tolle Sache, ja, zur Kirche. Mhm. Mit Opa und Oma, ja, also die ganze Familie. Ja, dann sitzt man da zusammen und dann, redet. Und, ne, dann kommt man nach Hause und dann ist alles warm. Mhm. Dann, aber das war ja auch so eine Sitte früher. Man hatte nur ein Zimmer, wo man reinging und feierte. Das war das schöne Zimmer, das gute Zimmer. Weißt du? Und das wurde nie sonst betreten. Mhm, da hörst du immer die Kühe brüllen. Ja? Das war also diese Atmosphäre. Des pommerschen Bauern. Die Gemütlichkeit, ja, genau. Ja, hier würde ich nie los. Ja. Ja, das ist natürlich auch immer schwieriger geworden mit der Zeit, weil alles ist schneller. Und keiner hat Zeit. Ja. Das ist heute so eine Knopfdruckgesellschaft. Alles auf Knopfdruck. Ja, diese Zeit war schon. Ja. Und dann der Papa, der hat sich ein tolles Ding geleistet. Ne? Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Dass der Mutti, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, in der schlechten Zeit ist die immer irgendwie noch an Pralinen gekommen. Ja? Mhm. Und die hatte sie versteckt im Kleiderschrank. Mhm. Und dann wollte sie also nun Vater zu Weihnachten die Pralinen schenken und geht dahin. Und plötzlich fängt die an zu schreien, dann kriegt einen Anfall. Da hat der die ganze Pralinen gefressen. Na, da hätte ich ihn auch gefressen, und ne? Und die Tütchen hat er alle so umgeschmissen. Ja, damit die, stell dir das so, aber ich werde nie vergessen. Ja, da waren so einige kleine Geschichten, die mir wieder einfallen. Mhm, mhm. Das muss mich sehr berührt haben, sonst würde ich das nicht mehr wissen. Ja, natürlich, ja. Oh, so haben wir ja alle diese Erinnerungen, ne? Mhm. Die einen wirklich prägen eigentlich. Das sind aber natürlich dann die schönen Erinnerungen, wo man gerne dran nachdenkt. Weil dann sind es natürlich auch die Erfahrungen, ne, die mit viel Leid verknüpft sind und viel Schmerz. Möglicherweise sowas streichst du mir. Ja. Weil das ist da, das ist ja im Unterbewusstsein. Ja, im Unterbewusstsein. Ich meine, irgendwie verdrängt man das und viele verdrängen das, aber es ist natürlich, weil es unangenehm ist. Ne? Ja. Und wir Menschen sind ja so, wir wollen ja mit unangenehmen Dingen nicht so umgehen. Also ich habe es meist vergessen, aber eins muss ich auch noch. Meine Mutter war immer sehr brutal, muss ich wirklich sagen. Da ist Fadi gefallen im Schnee und hat sich den ganzen Daumen aufgerissen. Mhm. Und das Fleisch stand alles so ab. Ja. Da ist sie dabei gegangen nur und hat dem einfach das abgeschnitten. Ja. Ich sehe das noch im Schlafzimmer, wie meine Mutter da rumgewerkelt hat und der hat ja geschrien. Meine Mutter war brutal, du, das gibt's doch nicht. Ja. Naja, du Bauersfrau, du, die musst ja auch schlachten. Genau, Hühner geschlachten wurden
Schweine. Meine Mutter hat Hühner geschlachtet, hat die ausgenommen. Ich fand es immer eklig, schrecklich, bin weggelaufen. Und einmal habe ich mich ganz so gefreut, aber da, ich musste trotzdem dran glauben, das Schwein. Die wollten ein Schwein schlachten und das ist immer im Hof rum. Ja, genau. Die sind immer da hinterher gelaufen. Und ich habe stand am Fenster und habe mich gefreut und habe mir gedacht, Mensch, das Kind doch. Aber dann also leider haben sie doch das Schwein, ja. Also das Schwein hatte kein Schwein. Leider hatte kein Schwein. Ja. Also da muss man doch mit fertig werden. Doch. Aber ich denke, dass auch wir, und das versuchen wir ja auch hier, ein bisschen mit positiver Energie dazu beizutragen. Ja. Wir danken uns für eure Zeit. Ne? Ja. Über Kaffee und Kuchen. Ja. Mit Dolly und Sohnemann. Sohnemann sagt sie, ja. Das glaube ich später. Ne? Ciao. Tschüss.